So, dann schönen Dank, dass Sie so früh gekommen sind. Ich stelle kurz vor. Neben mir sitzt der für die Aus- und Fortbildung zuständige Herr Schmidt. Den Herrn Greven kennen Sie vermutlich, den Herrn Feuerwehr, die Frau Deppe auch. Neben der Frau Deppe sitzt der Herr Kresse, auch für Aus- und Fortbildung mit zuständig. Und ganz am Ende des Tisches ist der Herr Schmitz, der wiederum der Lehrgangsleiter ist, richtig? Ja. Okay, gut, dann übergebe ich jetzt mal an Frau Deppe. Kommen die nicht rein? Müssen die draußen bleiben, die Armen? Der ist auch zu nahe Nehmen die gestellt. nachher für ein Foto. Ich Ich mach meine, wir mal können sie zusammen. reinholen, Ja, aber das das ist. Ist doch viel netter, wenn die mal Na, Nase dann holen wir geholt sie rein. und dann können sie vielleicht noch mal eine Frage stellen. Also, ja, Das ist jetzt eine gute Idee. Ich dachte, dass Sie an Ihrem zweiten Tag auch mal eine Pressekonferenz live miterleben dürfen, was so Ihre Dezernentin am Zuma machen muss. Ich begrüße alle noch mal ganz herzlich von der Presse auch und es gibt so ein bisschen ja Übereinstimmung. Ich hab überlegt, im Februar oder im März habe ich das Anfang Februar. Ende Februar, Anfang Februar, ne, Hm. habe ich das Dezernat übernommen. Nicht das Dezernat, sondern die Feuerwehr in mein Dezernat übernommen. Das heißt, wir fangen gemeinsam sozusagen ein bisschen neu an. Wie ganz neu. Ich habe schon einiges mit der Feuerwehr erlebt, auch in meinem Berufsleben erlebt, weil tatsächlich im Baudezernat die Feuerwehr eine große Rolle spielt. Da haben viele Überschneidungen. Und ich hatte 2 Monate kommissarisch, ne, 3 Monate waren es sogar, kommissarisch die Feuerwehr. Und da haben wir festgestellt, wie viele Gemeinsamkeiten doch tatsächlich mit den unterschiedlichen Fachbereichen in meinem Dezernat sind. Und ja, und jetzt habe ich sie ganz und gar. Und Sie müssen damit leben. Ich habe festgestellt, dass es noch sehr männerlastig in der Feuerwehr ist. Sieht man auch hier Das wieder. ändern wir gerade nicht. Leider. Aber Sie müssen mit einer Chefin auskommen. Es hilft nichts. Da müssen Sie durch, alle gemeinsam. Ich mit Ihnen ja auch. Von daher übergebe ich jetzt auch erst einmal weiter an Herrn Greven, der Ihnen nämlich inhaltlich im Moment immer noch sehr viel mehr erzählen kann als ich. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, eine Gemeinschaft zu haben, gerade bei der Feuerwehr. Das habe ich auch in den letzten Monaten sehr erlebt und deshalb bin ich auch froh, dass wir die Ausbildung hier jetzt machen, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Faktor ist, dass Sie nicht in Köln die Ausbildung machen und dann hierher kommen, sondern dass Sie schon live und in Farbe sozusagen hier vor Ort sind und miterleben und hier die Ausbildung machen und ich hoffe, dass Sie damit auch eine gute Anbindung an die Feuerwehr Leverkusen haben. Von daher wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute für Ihre Ausbildung. Vielleicht werden wir uns hin und wieder mal sehen und schauen. Und jetzt müssen Sie inhaltlich weitererzählen, Herr Ja, mache ich gerne. Vielen Dank für die Überleitung. Wunderbar. Einen ganz wichtigen Aspekt haben Sie aufgegriffen. Die Neuorientierung unserer Ausbildung hier am eigenen Standort in Leverkusen, also weg von Köln, begründet sich natürlich auch dadurch, dass wir unsere jungen Mitarbeiter nicht nur ausbilden und in der Zeit bezahlen wollen, damit sie dann woanders hingehen oder in Köln bleiben, sondern wir wollen unsere Brandmeisteranwärter nicht nur gut ausbilden, wir wollen sie auch behalten, weil wir sie brauchen. Wir brauchen sie, weil wir natürlich als ein Bereich, der mit 60 pensioniert, viel kürzere Durchlaufzeiten haben als andere Fachbereiche. Und wir nicht zuletzt durch die EU-Arbeitszeitverkürzung, ich kann das Wort langsam schon nicht mehr hören, aber es ist immer noch eine der Gründe, warum wir starke Lehrgänge brauchen. Auf 48 Stunden von vor, weiß ich gar nicht, 15 Jahren entschieden. Wir hängen immer noch ein bisschen hinterher. Heißt, wir erzeugen noch ziemlich viele Mehrarbeitsstunden bei unseren hauptamtlichen Mitarbeitern und das soll und kann so nicht bleiben. Und deswegen haben wir einen relativ starken Lehrgang aufgelegt mit 16 Leuten, der dann auch sozusagen der Start-up für unsere neu eingerichtete Feuerwehrschule ist, die auch rettungsdienstlich ausbildet. Das würden wir natürlich gerne auch am neuen Standort machen. Der ist aber noch nicht so weit, sodass wir hier in Stäbusch noch ein wenig improvisieren müssen, das aber auch können, weil wir hier früher auch selbst ausgebildet haben. Wir greifen, also wir nehmen das Band einfach nur wieder auf, was wir vor 15, 16 Jahren unterbrochen haben.
und hoffen, dass wir das gut tun. Das liegt im Wesentlichen an den Kandidaten, die wir ausgewählt haben. Auch der Prozess ist ja ein intensiver und dann ist fast ein halbes Jahr beschäftigt, bevor wir jetzt hier loslegen können. Die Auswahl eines Brandmeisteranwärters oder einer Anwärterin, leider ist keine dabei, ist kein einfaches Geschäft heutzutage, weil die Kollegen ja schon eine intensive Vorbereitung brauchen, in der Regel ein Handwerk gelernt haben, bei uns durch ein Auswahlverfahren gehen, was nicht ohne ist. Und schlussendlich, sie sitzen dann hier von, weiß ich gar nicht, 150 Bewerbern, die 16, die es geschafft haben. Und alle haben es auch nicht geschafft. Das zeigt schon, wie hoch die Latte hängt und auch zukünftig hängen wird, zumindest für die nächsten 18 Monate, ist intensive Ausbildung, Fortbildung nötig und notwendig. Da wird nicht viel Freizeit bleiben. Das ist ein intensives Programm, aber wir brauchen die Männer, leider keine Frauen, ich sage es nochmal, für unseren Betrieb, für die Feuerwehr, damit sie weiterläuft. Also es ist dann nicht nur Selbstzweck, weil wir Spaß daran haben auszubilden, junge Menschen für was Vernünftiges heranzubringen, sondern sie sind wirklich wichtig. Zu den Inhalten im Einzelnen der Presse? Genau, zusammen mit dem Kollegen Schmidt. Ja, ich möchte kurz auch nochmal die Entstehungsgeschichte hier unserer Feuerwehrschule aufgreifen. Denn es ist ja nicht nur für die Frau Deppe jetzt seit Februar eine Premiere und auch nicht nur für sie eine Premiere, sondern es ist auch für uns eine Premiere, dass wir jetzt seit über 12 Jahren einen eigenen Grundlehrgang hier in Leverkusen wieder durchführen. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr, Anfang 2017, haben wir uns mit der Feuerwehr Köln an einen Tisch gesetzt und haben die weitere Lehrgangsplanung durchgeführt und besprochen. Und dabei ist eben aufgefallen, dass sowohl die Feuerwehr Köln als auch die Feuerwehr Leverkusen in Zukunft einen deutlich höheren Personalbedarf haben werden, als das bisher der Fall war. Und beide waren wir uns einig, dass wir die Ausbildungskapazitäten erhöhen müssen. Wir wollten eigentlich an der gemeinsamen, sehr guten Zusammenarbeit der letzten 12 Jahre auch festhalten. Das hat sich dann aber eben aus diesen Kapazitätsgründen, die auch bei der Feuerwehr Köln irgendwann an ihre Leistungsfähigkeit stoßen, eben ist es gescheitert. Und daran ist bei uns der Gedanke entstanden, wir bilden wieder selbst aus. Das heißt, wir haben eine 18-monatige Ausbildung, so lange dauert die, der Vorbereitungsdienst für die Brandmeisteranwärter, innerhalb eines Jahres planen müssen. Wir haben dafür ein eigenes Sachgebiet in der Abteilung Gefahrenvorbeugung gegründet, nämlich ein eigenes Sachgebiet Aus- und Fortbildung. Da ist der Herr Schmidt auch Sachgebietsleiter geworden. Und dank der Unterstützung der Verwaltung und meiner Mitarbeiter und auch des Dezernats ist es dann doch erfreulicherweise uns gelungen, innerhalb eines Jahres eben diese Ausbildung jetzt hier auf die Beine zu stellen. Und zu den Inhalten wird der Herr Schmidt jetzt was sagen. Ja, diese 18 Monate gliedern sich in mehrere Module. Ein Modul, das ist eben gestern hier gestartet, ist die sogenannte Grundausbildung. In diesen 5 Monaten bekommen die Brandmeisteranwärter ihr Handwerkszeug erklärt. Das fängt wirklich beim Schlauch an. Wie rolle ich einen Schlauch aus? Weil die meisten Leute, die meisten Anwärter, die hier sitzen, haben vorher mit Feuerwehr nichts am Hut gehabt. Die Ausbildung in einer freiwilligen Feuerwehr ist ja nicht Voraussetzung dafür, dass man bei einer Berufsfeuerwehr anfangen kann. Deswegen muss man den Anwärtern ihr Handwerkszeug wirklich von der Pike auf erklären. Und das hört dann irgendwann auf, dass man bei dem hochtechnischen Gerät der Drehleiter ankommt und die ganze Bandbreite des Feuerwehrwesens da erklärt haben. Weiter geht es dann sofort mit einer rettungsdienstlichen Ausbildung, die auch nochmal so etwa 3,5 Monate dauert. Da wir ja auch bei der Berufsfeuerwehr nicht nur Feuer bekämpfen und technische Hilfeleistungen durchführen, sondern eben auch den Rettungsdienst stellen, müssen die Kollegen da eben auch entsprechend vorbereitet sein. Wir machen schon in der Grundausbildung den Rettungssanitäter. Anschließend wird nochmal eine
Zusatz- und Aufbauausbildung durchgeführt, wo wir zum Beispiel die technische Hilfeleistung bei einem größeren Verkehrsunfall, LKW-Unfall und sowas, nochmal speziell üben, was über die Grundausbildung hinausgeht. Oder spezielle Ausbildungen machen, wie zum Beispiel den Maschinisten für Drehleiter oder den Löschfahrzeugmaschinisten. Wenn das alles durchgeführt wurde, gehen die Kollegen für mehrere Wochen auf die Wache und besetzen da die Löschfahrzeuge. Immer zur Seite gestellt ist dann ein Kollege, der bereits erfahren ist, so dass sie nicht in Situationen kommen, die sie als Anwärter überfordern würden, sondern immer ein erfahrener Kollege an der Seite steht, den sie dann befragen können. Ja, und irgendwann nach den 17,5 Monaten treffen wir uns dann nochmal und kommen nochmal zu einer Prüfungsvorbereitung, wo alles nochmal abgerufen wird und dann letzten Endes endet diese 18-monatige Ausbildung mit der mehrtägigen Laufbahnprüfung. Sowohl schriftlich wie mündlich und auch praktisch, werden die Anwärter dann geprüft. Die hoffentlich alle bestehen. Ja, mit Sicherheit. Da gehen wir fest von aus. Der Herr Schmitz sitzt da und der unterrichtet jetzt schon, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, gestern fing es an und heute geht es weiter und dann geht es jetzt in die Grundausbildung, oder? Genau. Die jungen Kollegen haben gestern ihren ersten Tag hier in der Schule gehabt, der hauptsächlich daraus bestand, dass man erstmal so den Lehrgangsablauf ihnen näher bringt. Das, was der Herr Schmidt gerade geschildert hat, damit auch die Kollegen wissen, was in Zukunft oder in den nächsten 18 Monaten auf sie zukommt. Danach hatten sie ihr erstes Thema und haben was erfahren über die ethischen Grundsätze der Feuerwehr, sowie die Organisationsstruktur, wie wir jetzt hier sitzen, wie das Ganze aufgebaut ist in so einer Stadtverwaltung. Und heute geht es dann auch schon weiter mit Sport. Die ersten 5 Monate gliedern sich im Prinzip in verschiedene Module, die auch alle mit einer Prüfung schließen. Das heißt, sie werden jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, angefangen von einer Funkerausbildung zu einer Atemschutzgerätewartausbildung, Geräteträgerausbildung, über eine Maschinistenausbildung und arbeiten im ABC-Einsatz, wirklich alles von der Pike auf lernen, diese Module in sich mit einer Prüfung abschließen und am Ende der nächsten 5 Monate die Abschlussprüfung der feuerwehrtechnischen Grundausbildung abschließen und dann von dort aus, wie der Herr Schmidt das sagte, in die rettungsdienstliche Ausbildung durchstarten. Ansonsten haben sie einen sehr engmaschigen Stundenplan bekommen. Das heißt, die Kollegen werden 3-mal die Woche Sport absolvieren, weil auch Bestandteil der Grundausbildung ist, das deutsche Sportabzeichen und den Rettungsschwimmer zu erwerben. Dafür gehen sie montags, mittwochs und freitags entweder auf die Piste zum Laufen, trainieren ihre Haltemuskulatur oder gehen ins Schwimmbad und trainieren dort Rettungstechniken oder Ähnliches. Ja, und dann hoffen wir, dass die 5 Monate erfolgreich am Ende absolviert werden und die Prüfung bestanden wird, wovon wir ausgehen. Zum Ziel wiederholt. Also. Okay. Wer nimmt denn die Prüfung ab? Sie als Feuerwehr Leverkusen oder die Landesfeuerwehrschule? Nein, das machen wir. Es gibt eine staatlich eingesetzte Prüfungskommission, deren Vorsitz ich habe. Das ist eine kommunale Aufgabe. Welche Rolle spielt die Feuerwehrschule in Münster bei der Ausbildung? Die Feuerwehrschule in Münster hat im Wesentlichen 2 Aufgaben, Führungskräfte auszubilden, also das, was danach kommt, okay, oder Spezialisten, okay, für bestimmte Technik, für bestimmte Geräte. Also unsere jetzigen Kollegen werden in den 18 Monaten nicht nach Münster abgewandert. Okay. Das kommt erst später. Sie sagten, glaube ich, 160 Bewerber, 16 haben Sie genommen. Was waren so die Auswahlkriterien? Die Auswahlkriterien sind erstmal ein körperlicher Eignungstest, das ist das größte Sieb. Dann gibt es persönliche Gespräche und auch schriftliche Tests. Also von der Mechanikaufgabe bis zum kleinen Deutschsatz. Gibt es bestimmte Altersgrenzen, Mindest- und oder Höchstalter? Höchstalter ist 40 meines Wissens inzwischen, minus Ausbildungszeit. Ja, also 38, irgendwas dürfte der älteste Bewerber sein. Das Einstiegsalter ergibt sich schon dadurch, dass man nach dem Schulabschluss eine Lehre gemacht haben muss, Gesellenbrief. Also das unter 18 zu schaffen, ist kaum möglich. Heutzutage zumindest. Kommen Sie alle aus Leverkusen oder kommen Sie aus Nachbargemeinden? Aus Solingen zum Beispiel. Solingen hat keine Feuerwehr oder warum haben Sie sich da nicht beworben?
Ich habe mich da tatsächlich beworben, aber wurde leider nicht genommen. Ja, aber hier habe ich es zum Glück geschafft. Die anderen 15 Nasen kommen aus Leverkusen, oder? Aus der Nähe von Mainz. Okay. Aus Rheinland-Pfalz. Aus Kassel, Essen. Und Sie haben eine Wohnung hier gefunden, oder genau. Müssen Sie im Feuerwehrhaus schlafen? Nee, recht flott sogar. Aus Siegen? Aus Navi. So, und alle haben noch keinen freiwilligen Feuerwehrmann vorher gemacht? Oder hat einer schon? Vier. Ja. Drei, vier, vier von 16, ein Viertel. Gut. Mich würde ja noch interessieren, Handwerker. Da sind wahrscheinlich unterschiedliche Handwerke drunter, die Sie gelernt haben. Also nur als Beispiel, vielleicht kann der eine oder andere mal was sagen. Ja, ich komme aus der Schwerindustrie, ich bin gelernter Industriemechaniker. Gelernter Schornsteinfeger. Gelernter Dachdecker. Gelernter Zweiradmechaniker. Detailbauer. Kraftfahrzeugmechaniker. Zerspannungsmechaniker. Kraftfahrzeugmechaniker. Landschaftsgärtner. Kraftfahrzeugmechaniker, Berufsfahrzeuge. Elektroniker und Betriebstechnik. Zimmermann und Physiotherapeut. Zimmermann und Physiotherapeut. Trend geht zur Drittausbildung. Gut. Okay. Na, das liegt ja nahe. Der Teil Rettungsdienst spielt ja bei der Feuerwehr eine zunehmend größere Rolle. Insofern ist ein Physiotherapeut natürlich auch schon ganz gut vorqualifiziert. In Köln haben die Kollegen sich beschwert, dass sie zu viel Rettungsdienst fahren müssen. Gibt es sowas hier auch, oder? Nein. Mehrfach wurden Mädchen angesprochen. Ist mein Stand richtig, dass Sie momentan nur zwei Feuerwehrfrauen haben? Berufsfeuerwehr? Genau, im Bereich des Hauptamtes haben wir tatsächlich zwei weibliche Angehörige im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Und von den 160, die sich beworben haben, waren wie viele Mädchen? Oh, fünf. Es sind immer sehr wenige, was wahrscheinlich auch schon daran liegt, dass relativ wenige Mädchen ein Handwerk erlernen oder gerade Bauhandwerker oder Kfz-Leute sind ja hier dabei, da sind es ja noch weniger. Und die das dann auch nicht lernen, um zur Feuerwehr zu gehen, sondern wollen dann Architektin oder sowas werden und müssen deswegen Zimmermann oder Zimmerfrau werden vorher. Was hat Sie denn gereizt an der Feuerwehr? Zum Beispiel der Funk. Danke. Das ist ein sehr interessanter und ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und das Beamtenverhältnis auf jeden Fall auch. Ja, mache ich kein Geheimnis draus. Und für mich ist auch die Schichtarbeit sehr attraktiv, weil ich auch eine Familie habe, zwei kleine Kinder. Und dadurch bin ich auf jeden Fall auch viel Zeit tagsüber zu Hause, nicht wie als Physiotherapeut am Abend. Und das waren so Sachen, die mich sehr stark dazu bewegt haben, nochmal nachzudenken, ob ich noch was anderes machen will. Und da kam die Feuerwehr als Kombination aus dem Handwerk und den medizinischen Vorkenntnissen ganz gut in Frage. Wie alt sind Sie? 29. Und Sie? Das hat irgendwie angefangen, glaube ich, damals in meinem Fachabitur für Gesundheit und Soziales. Da wollte ich eigentlich damals noch in die Pflege gehen. Dann hatte ich aber mal die Möglichkeit, beim Notarzt mitzufahren. Und das hat mich einfach beeindruckt, auch wie das untereinander war zwischen den Kollegen und der Feuerwehr. Und das stand für mich eigentlich schon fest, dass ich gerne zur Feuerwehr möchte. Und habe daraufhin einen Handwerksberuf gelernt. Ja, und so. Das ist mein Werdegang. Was haben Sie gelernt? Kfz-Mechatroniker. Okay. Aber schon mit dem Ziel, zur Feuerwehr zu gehen? Ja. Und wie alt sind Sie? 24. Und wenn Sie schon länger das Ziel hatten, waren Sie dann noch in der Freiwilligen Feuerwehr schon, um das zu prüfen? Also ich habe mich hauptsächlich auf meine Berufsausbildung konzentriert, habe halt nebenbei noch viel Sport gemacht und dann noch für die Freiwillige Feuerwehr. Dann hätte ich den Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr auch nicht großartig geholfen, wenn ich nie da wäre. Und ich hätte gerne noch ein Statement von einem, der bei der Freiwilligen Feuerwehr war vorher.
Ja, sehr gerne. Also 2014 bin ich eingetreten. Eigentlich habe ich das meinem Vater und meinem Bruder zu verdanken. Es ist bei uns Generationsverträgen gewesen. Immer eigentlich einer in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich gerne zur Berufsfeuerwehr will. Okay. Das ist eigentlich immer so vertreten bei uns gewesen. Wo kommen Sie her? Aus Siegen. Und wie alt sind Sie? 21. Und den Beruf? Den Industriemechaniker. Okay. Ja, Sie haben jetzt vorhin gesagt, demnächst haben wir die neue Wache in der Edith-Weide-Straße und das wäre alles besser als hier. Was haben wir denn da Besseres als diesen Einschulungsraum? Ja, wir haben richtige Lehrsäle mit den entsprechenden Einrichtungen, wir haben Sportmöglichkeiten und wir sind natürlich da an einer hauptamtlichen Wache, also dass die fest besetzt ist. Da ist das von Betriebsabläufen wesentlich einfacher als hier. Wenn wir hier eine Übung machen mit einem Abendschutzgerät zum Beispiel, dann müssen wir es von hier aus zur Abendschutzgeräte zur Werkstatt fahren. Die haben wir dann vor Ort, also solche Dinge sind wesentlich einfacher vom Ablauf. Die Ausbilder, die hier die Ausbildung machen, sitzen in der Regel an der hauptamtlich besetzten Wache der Bundesfeuerwehr. Jetzt müssen wir hin und her fahren. Also solche Dinge sind wirklich ganz praktisch, wenn man an einem Ort ist. Sie haben jetzt ja 12 Jahre Pause gemacht mit der Ausbildung. Hatten Sie jetzt genug Leute, die ausbilden durften? Normalerweise braucht man ja eine Ausbildereignungsprüfung oder einen Meisterbrief oder sowas. Ja, es ist nicht passiert, dass wir in der Zeit nicht ausgebildet haben. Also wir haben Rettungsdienste ausgebildet. Wir bilden ja auch die ganze Freiwillige Feuerwehr auf ständig. Also Aus- und Fortbildung spielt auch ansonsten bei der Berufsfeuerwehr eine große Rolle. Sonst würden wir auch nicht dieses dicke Brett der Einrichtung der Feuerwehrschule aufmachen. Wir haben ansonsten auch viele Bedarfe. Das ist nur eine kleine Besonderheit, die uns natürlich ständig dann in den nächsten 18 Monaten beschäftigen wird. Aber wir haben auch andere Ausbildungsaufgaben. Das wird aber dann zur Dauereinrichtung. Das heißt, 18 Monate ausbilden, dann ein bisschen Pause und dann kommt der nächste Lehrgang? Oder? Das hängt stark davon ab, wie sich die Personalzahl entwickelt. Also wir haben ja Abgänge, die nicht nur regulär sind mit Erreichen des 60. Lebensjahres, sondern wir haben auch Mitarbeiter, die leider aus gesundheitlichen Gründen mal nicht mehr können. Wir haben auch Mitarbeiter, die sich zu anderen Dienststellen wegbewerben. Das lässt sich nicht vorhersagen. So einfach. Wir müssen auch immer ein bisschen, so ein Lehrgang, der fällt ja nicht vom Himmel, der muss vorbereitet werden. Das muss man schon vernünftig planen. Also wir werden sicherlich in den nächsten Jahren noch häufiger Grundausbildungslehrgänge durchführen. Variieren kann dann schon mal der Anfangszeitraum bzw. die Stärke, die war auch ein bisschen dem Ausbildungsbetrieb geschuldet. Also, wir bilden ja viele Teile praktisch aus und praktisch arbeitet die Feuerwehr immer in der Gruppe und die Gruppe ist 8 Mann stark, deswegen kommen sie auf 16 Mann, wenn sie mit 2 Gruppen arbeiten wollen. Also zwischen 8 und 16 ist immer schwierig zu arbeiten. Das heißt, von Ihnen darf keiner aufhören, halt zwischendurch. Hab ich verstanden. Das ist ausgeschlossen. Wie sieht das mit Präsenzpflicht aus? Was meinen Sie damit genau? Dass die Männer hier am Ort wohnen müssen? Nein, das müssen sie nicht. Okay. Also wir hatten früher diese Regelung, die auch nicht auf den Ort bezogen war, sondern wir hatten früher für unsere beamteten Mitarbeiter die Regelung, dass sie im Bereich von 25 Kilometer im Radius ums Autobahnkreuz wohnen müssen. Aber dazu gibt es leider keine gesetzliche Grundlage mehr im Landesbeamtengesetz. Okay. Nur noch für ganz bestimmte Berufsgruppen und die ist die Feuerwehr rausgefallen. Also für einen Apotheker und für einen Pfarrer ist es, glaube ich, immer noch so, aber bei uns gibt es nicht mehr. Und wer von Ihnen plant den Umzug? Ich bin schon umgezogen. Okay. Also ich habe jetzt zum 1.4. bin ich jetzt hier nach Leverkusen, nach Schlebusch gezogen. Ja, weil es halt einfach für mich logistisch einfacher ist. Ja, ich komme, wie schon gesagt, aus der Nähe von Mainz. Das ist ein Weg um die 200 Kilometer und das zu pendeln, das wäre einfach, ja gerade in der Ausbildung, wo man täglich hier anwesend sein muss, wäre das nicht vereinbar. Sagen Sie mir bitte Ihren Vorzunehmen. Timo Knüppel. Wie? Timo Knüppel. Wie alt sind Sie? 29, also gleich dieses Jahr 29. Also noch sind Sie 28. Genau. Okay, danke. Okay, ich glaube, von uns aus wäre das dann behandelt, das Thema. Falls jetzt keine Fragen mehr sind, würde ich sagen,
Gehen wir zum Foto.